Jetzt machen wir mal die Tür zu, weil ich werde nicht, dass unsere ganze Wohnung sehen. Bei 10.000 Likes mache ich eine Wohnungstour. Hier knackst es übrigens sehr an der Stelle. Da, wo ich gerade reingekommen bin, ist die Tür zu meinem Zimmer. Und wenn man hier schon reinkommt, dann befindet sich hier das Schuhregal, wo in dem Fall all meine Schuhe drin sind. Ich habe mir ja damals bei dem IKEA Off-White Drop, den ich by the way auch gefilmt habe, also wenn ihr es nicht geschaut habt, guckt es euch gerne noch an. Dort wollten alle unbedingt irgendwie die Mona Lisa oder die Tüten oder, ach, ich weiß gar nicht mehr, was gehypt war, die Teppiche. Ich wollte hauptsächlich die Kommode, also oder die Vitrine besser gesagt. Die war auch am Ende noch da, die konnte man selbst in Berlin entspannt kaufen. Und das ist dieses Teil, was hier eben hinter mir steht, ist von IKEA Off-White, hat glaube ich 180 Euro gekostet. Und dort habe ich eben meine Schuhe drin stehen. Es sind nicht alle Schuhe, die passen nicht alle rein, aber so die, die ich am schönsten finde, beziehungsweise die, die am teuersten sind oder die man am besten so in die Vitrine stellt, die stehen dort eben drin. Ich habe ja schon mal ein Video über meine Schuhe gemacht, das ist auch schon etwas her, also vielleicht mache ich da irgendwann auch nochmal eine aktualisierte Fassung von. Aber hier befinden sich eben einige dieser Schuhe. Ich denke, ihr wisst von jedem Schuh, dass ich den besitze, über halt Instagram und so. Ansonsten stehen hier oben drauf die Schuhe, die ich halt wirklich so daily anhab. Das ist auf jeden Fall einmal der Obsidian, wo ich jetzt beige Laces drin habe, was sehr nice aussieht in meinen Augen. Dann habe ich diesen Circus Circus Nike Air Force Low mal so ein bisschen wiederentdeckt. Den trage ich auch jetzt öfters mal, weil der ist halt schon gut gerockt. Und dann habe ich hier noch den Babestar, den ich mir letztens bei Soulbox geholt habe. Hatten mich auch viele gefragt. Ja, die sind tatsächlich relativ schwer zu bekommen. Ich habe halt Glück, dass ich in Berlin wohne. Ja, das sind wie gesagt so meine Daily Driver, die hier oben stehen. Deswegen sind die nicht in der Vitrine. Und ihr werdet auch sehen, meine Schuhe sind grundsätzlich relativ dreckig. Ja, nicht schon alles Preview. Weil ich trage die halt tatsächlich. Die stehen jetzt nicht nur rum, damit sie cool aussehen. Ansonsten, ich weiß nicht, wie man das am besten rüberbringt. Fangen wir vielleicht mit dieser Wand an. Das ist die Wand, also ihr steht jetzt gerade da, wo im Prinzip die Eingangstür ist. Und da ist wieder die Kommode, die wir hier gerade hatten. Die Wand hier ist die Wand, die ihr auch in meinen Videos nie seht. Und ich habe hier, analog zur anderen Seite, werdet ihr gleich noch sehen, eben drei solche IKEA-Bretter hingeschraubt, auf die ich theoretisch Schuhe stellen wollte. Hier hat es jetzt irgendwie nur der Babestar-Karton hingeschafft. Hier stehen jetzt noch meine Turtle-Duffs oben drauf. Und das letzte Brett hier, das ist so ein bisschen ein Unfall irgendwie. Also das bricht so schon fast ab. Deswegen traue ich mich da nicht noch irgendwas draufzustellen. Hier damals, fangen wir woanders an. Ich hatte nie irgendeine Fläche, wo ich Jacken hinhängen konnte, weshalb ich immer meine Freundin genervt habe und meine ganzen Jacken und so in ihren Schrank gehabt. Weißt du? Ja, da hängt immer noch was. Ja, da hängen noch ein paar Hemden, aber ich habe mir auf jeden Fall so ein Holzteil hier mal gekauft gehabt, wo ich jetzt eben, jetzt hängen da mehr Rucksäcke als Jacken, aber theoretisch könnte ich da ein paar Jacken anhängen. Da hängt jetzt halt so eine Lederjacke, die ich jetzt auch länger nicht anhatte, weil zu kalt. Da hängt dieses Represent-Teil und ja, ich kann es euch auch zeigen. Genau, da hängt noch die Represent-Jacke und dann hängt hier noch diese Weste von einem Soulbox StockX-Event, die ich habe glaube ich noch kein Bild damit gepostet. Wir haben aber mal eins gemacht vom Bonanza. Ja, und dann hängen hier noch meine ganzen Rucksäcke und Taschen. Das ist einmal hier die Prada Belt Bag, die habe ich auch schon lange. Den habe ich jetzt zu Weihnachten bekommen. Das ist ein Ping-Pong-Rucksack. Das ist eine Mission Workshop Umhängetasche. Die ist sehr nice, so für Kamerazeug. Weil wenn du einen Rucksack hast, dann musst du immer alles absetzen. Und so kannst du dir einfach vorschwingen, rausholen, was du willst, wieder reinmachen, zurück. Ist sehr nice. Und das war mein vorheriger Rucksack, der jetzt repariert wurde von Orbit Gear. Und der ist jetzt gerade zurückgekommen, ist aber ganz gut, weil der ist deutlich größer als der von Ping-Pong. Ping-Pong bedeutet gerade zum Reisen oder so, ist der besser. Genau, hier jetzt zu eurer Linken, glaube ich, von euch aus gesehen, ist jetzt halt das Fenster meines Zimmers. Und hier auf der Seite ist auch mein Schreibtisch, das ist auch die Seite, die ihr von YouTube wahrscheinlich kennt. Hier unten steht mein Tower-PC, das ist mein Gaming-PC, den habe ich tatsächlich selbst gebaut. Ich habe früher sehr, sehr viel gespielt. Und das ist halt noch so übrig geblieben. Und manchmal spiele ich noch eine Runde Call of Duty oder so. Insofern habe ich den noch. Ja, hier drauf ist meine Tastatur, die ich immer abmache, weil ich es nicht so schön finde, wenn die da rumsteht. Ansonsten steht hier noch mein Stativ und ein Tripod. Ansonsten ist da nur noch ein Mülleimer, eine Tüte von Chrome Hearts und hier ist das Geburtstagsgeschenk für meine Mutter noch. Also hier ist so ein bisschen
Random Zeug. Genau, dann kommen wir zu meinem Schreibtisch. Also über den Schreibtisch werde ich sicherlich auch irgendwann mal ein komplettes Video machen, weil ich den sehr nice finde. Habe ich damals selbst gebaut. Das ist irgendeine Eichenplatte aus dem Baumarkt. Genau, hier haben wir so einen Ikea-Schrank drunter geschraubt, wo so ziemlich das ganze Zeug drin ist, was ich so brauche. Ja, Kamera-Equipment, Stifte, Briefumschläge, so ein Zeug. Was auch ganz nice ist, ich habe hier, dass ich immer das richtig sehen kann, ich habe mir Kabel von hinten sozusagen in die Schublade gelegt, damit ich meine Sachen hier in der Schublade laden kann und dass die nicht irgendwo rumliegen müssen. Ich habe zum Beispiel auch an der Seite ein Stromkabel rumgelegt, bedeutet, ja, ich habe hier immer direkt eine Steckdose am Schreibtisch. Also ich bin da so ein bisschen ausgerastet, habe da ziemlich viel gemacht. Hier ist auch mein Mikrofon dran. In dem Setup bin ich sehr zufrieden jetzt in den Videos, weil die Audio halt echt gut ist. Irgend so eine IKEA-Lampe. Mein Laptop, ja, ist ein 15-Zoll MacBook Pro Retina. Würde eigentlich gerne upgraden, aber es reicht eigentlich. Habe mir jetzt gerade so eine nice SSD geholt, weshalb ich jetzt keine Speicherprobleme mehr habe, die ich mir einfach so mit Klettverschluss dran gemacht habe. Und da ist noch so eine Tastatur vom iMac. Die habe ich mir heute erst geholt, weil ich mir kein iMac hole, sondern wir wollen unsere Laptops so hochstellen, wenn wir in der Factory sind. Das ist so ein Coworking-Space hier in Berlin. Und damit es besser für den Hals ist, steht der Laptop dann oben. Bedeutet, ich brauche unten eine Tastatur. Deswegen habe ich mir diese Tastatur gekauft. Hier ist halt mein Schreibtischstuhl. Ist auch von IKEA. Also nothing special. Ist bequem. Man kann sich halt so nach hinten lehnen. Das kam unerwartet. Ansonsten ist hier an dem Schreibtisch auch noch ganz cool. Hier auf der Seite hatten wir Otsche heißt der, aus Dessau, meine Heimatstadt, so ein Stahlbein geschweißt, weshalb der Tisch halt sehr cool aussieht. Ich habe auch mein komplettes Kabelmanagement dort unterm Tisch, deshalb sieht man jetzt hier halt nicht viel. Hier ist noch mein Display, bedeutet, manchmal schließe ich mein MacBook an oder wenn, wie gesagt, mein Gaming-PC an ist, dann kann ich hier spielen. Für alle, die es interessiert, das ist ein HP Z27 Display. Ich finde den sehr nice, weil der hier so einen schönen Standfuß hat. Ich finde, Standfüße sind echt schwer zu finden, schöne. Außer jetzt ein iMac oder so, aber ich kaufe mir jetzt kein iMac, um den als Bildschirm zu benutzen. Deswegen, ja. Genau, wie schon vorher angesprochen, sind hier auch, wie auf der anderen Seite des Zimmers, mehr oder weniger analog drei Bretter. Hier stehen jetzt tatsächlich auch mal Sachen drauf, also eigentlich nur Schuhe auf jedem Brett. Manchmal noch mit Karton, manchmal nicht. Ansonsten hängen hier jetzt ein paar Bilder. Ich will eigentlich als Ziel diese ganze Wand so ein bisschen voll machen. Ich habe zum Beispiel auch von Travis Scott, als dieser Drop war mit dem E36 BMW, mir so ein Poster bestellt. Darauf warte ich auch noch, dass das ankommt. Also ja, ich will das hier so ein bisschen mit Streetwear-Zeug zuhängen. Ich denke, all die Sachen, die hier hängen, sind eigentlich allen ein Begriff. Also das wäre mein Video gewesen zu meinem Zimmer, zu meiner Roomtour, wie sie momentan aussieht. Ich denke, es zeigt, dass man noch aus einem sehr kleinen Zimmer was Cooles machen kann. Ich meine, theoretisch würde hier auch noch ein kleines Bett reinpassen irgendwie, somehow, also wird schon gehen, aber ich bin eigentlich sehr happy damit. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, peace out, ciao.